Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauer, Zuhörer, sehr geehrter Herr Königs. Ebola 2014 in Westafrika, 28.000 Menschen erkranken, etwas weniger als die Hälfte davon stirbt. 2015, wir erinnern das Erdbeben in Nepal, die Welthungerhilfe hat bis heute über 150.000 Menschen mit Nothilfemaßnahmen versorgt. In den Jahren 2015, 2016 viele, wie Sie auch gerade genannt haben, Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen, hauptsächlich aus den Regionen um Syrien und den Irak. Und Deutschland hat in den vergangenen 2 Jahren etwa eine Million Menschen aufgenommen. Und ganz aktuell die Hungerkatastrophe, vor allem im Osten Afrikas und im Jemen. 20 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Allein dafür werden 4,4 Milliarden US-Dollar Hilfe benötigt. Die vergangenen 4 Jahre haben wohl jedem vor Augen geführt, warum wir humanitäre Hilfe leisten. Die Bundesregierung stellt 2017 knapp 10-mal so viele Mittel zur Verfügung für Krisen als noch vor 5 Jahren. Und offensichtlich haben wir begriffen, als Parlament wie auch als Regierung, dass wir eine Verantwortung mittragen. Und trotzdem, unsere zentralen Herausforderungen sind: A, wie gerade genannt, die Not hat zugenommen. B, der Zugang zu humanitärer Hilfe muss je länger, je besser gewährleistet werden. Wir haben das in Syrien erlebt. Wir wissen im Sudan, wie das passiert. Das World Food Program und andere Organisationen leiden darunter, dass sie einfach nicht dahin gelassen werden. Selbst in die extremsten Gebiete, wo die Not ist, wo 2 von 10.000 Menschen pro Tag, also Hungersnot, sterben oder 4 von 10.000 Kindern. Und das dritte C, die Einhaltung und die Akzeptanz des humanitären Völkerrechts muss gewährleistet werden. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass die globale Finanzierung der humanitären Hilfe schwieriger wird. Das Stichwort haben Sie gerade genannt, Herr Kollege. Keiner weiß, wie stark die Zuwendungen des größten Gebers tatsächlich reduziert werden. Wir hoffen, dass sich das Parlament dort gegen den Präsidenten durchsetzt. Man kann nur ahnen, was passieren würde. Auch die Konflikte und Notlagen werden nicht weniger. Und ich glaube, deshalb ist der Antrag, kommt richtig. Und ich hoffe, wir tragen ihn in die nächste Legislatur. Wir müssen uns trauen, humanitäre Hilfe tatsächlich neu zu denken. Ein Beispiel wäre das gerade von mir genannte World Food Program, was eben zum Beispiel im Südsudan, aber auch an anderen Stellen gemerkt hat, wenn wir mit relativ kleinen Luftschiffen, nämlich Flughubschraubern, in die Regionen fahren, kann man so wenig mitnehmen, könnten wir nicht einen anderen Weg finden, eine Umstrukturierung. Und Sie haben eine Art Airdrop-Maßnahme gefunden und sparen damit 45 Millionen US-Dollar pro Jahr. Ein zweites Beispiel, die Initiative des Auswärtigen Amtes, CSR Humanitär, Schirmherrschaft von der Menschenrechtsbeauftragten Bertel Kofler und mein Kollege Michael Brandt. Tolle Initiative, wo Unternehmen mit eingebunden werden, mit ihren Fähigkeiten, Kenntnissen, ihrem Einsatz von Know-how, dem wachsenden humanitären Bedarf tatsächlich zu begegnen. Und dabei arbeiten sie direkt sehr viel näher mit den Akteuren, die im humanitären Bereich unterwegs sind, zusammen. Zum Beispiel im Bereich von WASH, sanitäre Versorgung, Notunterkünfte, Bildung, Gesundheit. Wir müssen uns trauen, humanitäre Hilfe neu zu denken und nicht das wie viel. Und wir können gerne darin übereinstimmen, dass es mehr sein darf, sondern sie neu zu denken in dem Wie. Der humanitäre Weltgipfel, der wurde gerade genannt, im letzten Jahr war eine tolle Gelegenheit dafür. Wichtige und richtige Perspektivwechsel sind auf den Weg gebracht worden, zum Beispiel im Bereich von Bildung und im Blick auf lokale Akteure. Und wir hatten dabei 3 klare Prioritäten. Auch da werden wir, wie Sie gesagt haben, in Istanbul wurden wir anders wahrgenommen, als wir teilweise von hier wahrgenommen wurden. Es braucht eine solide finanzielle Grundlage, damit die Hilfsorganisationen eben nicht ständig befürchten müssen, das Geld ist im nächsten Viertel oder halben Jahr weg. Dass eine Planungssicherheit ist. Und da geht Deutschland inzwischen teilweise in proaktive Aktion. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Das Zweite wäre, diese Hilfe muss sofort und verlässlich verfügbar sein. Denn wenn eine Krise kommt, die ja sich nicht ankündigt meistens, dann bleibt keine Zeit für komplizierte Abstimmungsprozesse. Und das Dritte ist, wir müssen Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenskonsolidierung noch besser Hand in Hand gehen lassen, damit humanitäres Leid als eine entscheidende Fluchtursache von vornherein
verhindert wird oder so viel wie möglich verhindert wird. Finanzielle Mittel reichen da aber eben nicht aus, um das Leid der Menschen zu reduzieren. Und genau aus dem Grund hat die Bundesregierung diese Leitlinien verabschiedet. Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Um Frieden zu fördern, hat das Auswärtige Amt eine Initiative gegründet, Friedensverantwortung der Religionen. Ende Mai kamen über 100 Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Religionsgemeinschaften zu der Auftaktveranstaltung. Eine illustre Runde, würde ich sagen. Bischöfe, Ayatollahs, Priester, Rabbiner, Brahmanen, Imame. Das sind für viele Menschen weltweit vor Ort die wichtigsten Ansprechpartner. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Friedensbildung und in der Krisenprävention. Ich selber war Heilsarmee-Offizier und die Heilsarmee arbeitet oft an diesen Stellen in den Krisen. Dann, wenn die Katastrophe ausgebrochen ist. Eine Freundin von mir ist direkt vor Ort, eine der Ersten. Und dann erzählt sie, wie wichtig es ist, nicht einfach nur in seiner Organisation die Kontakte zu suchen, sondern eben diese Geistlichen, diese Priester, diese Imame aufzusuchen, sich relativ schnell zu verständigen auf die Kommunikation. Bei der Ebola-Krise waren es genau die Geistlichen, die die Bewohner in den Dörfern erreichen konnten. Ohne die hätte es noch viel länger, und es hat schon viel zu lange gedauert, noch viel länger gedauert, die Epidemie einzudämmen. Humanitäre Hilfe neu denken. Jetzt ist die Zeit günstig, weil es auch in unserem Volk angekommen ist, nicht nur in unserem Parlament. Und es bietet sich jetzt eine wichtige Chance, auch im Bundestag die humanitäre Hilfe besser aufzustellen. Die Krisen haben uns gezeigt, dass neben dem Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, den wir vertreten, auch andere das Thema betrifft. Der Auswärtige Ausschuss, Verteidigungsausschuss, Bildung und Innen. Im Kontext der Ebola-Krise waren auf einmal der Entwicklungsminister zusammen mit dem Gesundheitsminister vor Ort. Alle haben auf einmal damit zu tun mit humanitärer Hilfe und müssen deshalb auch mehr einbezogen werden. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, danke nochmal für den Antrag, denn es ist wichtig, dass wir eingehender und tiefer uns mit diesen Themen beschäftigen. Ihre Antwort lautet darauf, dieses Institut zu gründen. Unsere Antwort, meine Antwort, nicht gleich, das tun Sie nicht, aber gleich alles in Frage stellen, was wir schon haben, sondern das, was da ist, tatsächlich zu nutzen. Anfangen, humanitäre Hilfe über unseren Ausschuss hinweg zu diskutieren, eben das Wie genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir haben den von Ihnen genannten Koordinierungsausschuss, in dem Hilfsorganisationen im Auswärtigen Amt regelmäßig sich austauschen über die humanitäre Hilfe. Wir können sehr oft Teil sein. Wir schaffen das oft nicht wegen der Terminabstimmung. Aber ich bin begeistert und ich bin froh über die Konstruktivität, wie dort gearbeitet wird. Ich plädiere dafür, den Dialog zwischen diesem Ausschuss und dem Deutschen Bundestag zu stärken, zu schauen, wie wir das in der nächsten Legislatur besser koordiniert kriegen, um das ganze Wissen A sichtbarer zu machen, das Gremium zu stärken und es mehr einfließen lassen zu können in unsere aktuelle Arbeit. Da sollten wir die Expertise und das Potenzial nutzen. Und Herr König, Sie wissen selbst, dass die Organisationen nicht alle diesen Antrag unterstützen. Wir haben mit verschiedenen gesprochen. Nicht alle sehen diesen starken Bedarf. Allerdings tragen sie die Hauptmotivation des Antrags mit, dass wir mehr denken, dass wir neu strukturieren. Und das teile ich. Deshalb lassen Sie uns die Strukturen verändern, die Diskussion in andere Ausschüsse tragen, den Austausch mit der Zivilgesellschaft stärken. Aber das können wir mit wenig weniger finanziellem Aufwand, als wir möglicherweise für so ein Institut brauchen. Und mit den Ressourcen, die uns jetzt dafür schon zur Verfügung stehen. Wir müssen uns trauen, humanitäre Hilfe neu zu denken. Und Ihnen für die Zusammenarbeit wünsche ich alles Gute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt